Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Manchmal hat man irgendwo so einen alten Trafo. Ich habe hier einen, der liegt da in der Bastelkiste und man weiß gar nicht, was der so tut. Sicher irgendwie Netzspannung in eine niedrige Spannung transformieren, das soll der Transformator, aber wie viel das ist und wie das Übertragungsverhältnis von primär zu sekundär ist, das weiß man vielfach nicht, wenn nicht gerade noch eine Beschreibung oder der Transformer sogar angeschrieben ist. Es gibt verschiedene Methoden, dies festzustellen. Die einfachste, ja, ist klar, man schaltet 220 Volt ein und misst das mal, was da rauskommt. Mir ist das mal zu gefährlich. Ich möchte eigentlich diesen Transformer, ohne dass ich die Netzspannung anschließen muss, überprüfen und schauen, wie das Übertragungsverhältnis von primär zu sekundär ist. Dazu benutze ich wieder mal mein LC-Messgerät, mein China-Messgerät, das ich auch schon mal vorgestellt habe, und messe die Induktivität primär und die Induktivität sekundär. Damit das möglich ist, braucht es zwei Dinge. Man kann das messen, indem man jeweils die andere Seite kurz schließt, also wenn ich die Primärseite, die Induktivität messen möchte, muss ich die Sekundärseite kurz schließen und umgekehrt. Und das werden wir mal machen. Und dann braucht es dazu noch eine Formel, ganz einfache Formel. Das ist das Induktivitätsverhältnis primär dividiert durch das Induktivitätsverhältnis sekundär und daraus die Wurzel gezogen. Das gibt dann das Übertragungsverhältnis. Das werden wir mal kurz zusammen anschauen. Hier noch die Erklärung nach Wikipedia. Man sucht nach Kurzschlussinduktivität und dann findet man diese Erklärung. Ist die Induktivität des Transformers, der dann auf der anderen Seite, eben Primärseite oder eben Sekundärseite, je nachdem was man messen will, kurzgeschlossen ist. Das ist die Kurzschlussinduktivität. Und dann gibt es eine einfache Formel, wie man das dann schlussendlich messen kann oder respektive ausrechnen kann. Die beiden Induktivitäten L1 primär zu sekundär, die Wurzel daraus, gibt dann hier also das Windungs- respektive das Übertragungsverhältnis. Das kurz zur Theorie und jetzt gehen wir zu den praktischen Messungen. Ja, was habe ich hier für Zutaten? Eigentlich den Transformer, einen Kurzschlussclip mit so Alligator-Clips. Und das Messgerät, das ich auch schon vorgestellt habe, ist das ein Vielzweck-Messinstrument. Wir haben schon ESR gemessen, natürlich sehr kleine Kondensatoren. Das funktioniert recht gut. Ich habe das mal verglichen mit einem teureren Messgerät, das ich ausleihen konnte. Und die Werte stimmen doch überraschend gut und sehr genau. Was ich jetzt mache, damit ich richtig messen kann, ist, muss das Gerät nullen. Dazu schließt man bei Induktivitäten die Clips kurz und geht hier auf 0. Dann berechnet er und sagt okay. Nach einer bestimmten Zeit sagt er Data saved. Und jetzt habe ich hier ein 0, eine Null-Referenz, mit der ich jetzt den Transformer messen kann. Zuerst möchte ich die Primärinduktivität messen. Damit ich das machen kann, schließe ich das LC-Messgerät an der Primärseite an. Kein Problem, hier 1, 2, hier anschließen. Das ist die Primärseite und jetzt Sekundärseite mit irgendeinem Clips kurz schließen. Mache ich hier. Voilà. Und jetzt gehen wir und schauen mal, was wir da für ein Messresultat bekommen haben. Ja, 36,18 Millihenry. Diesen Wert notieren wir uns. 36. Ja, 36,2, das dürfte mal grosso modo nicht so wichtig sein. Wir sind ja nicht so genau. Ich nehme mal einfach 36 Millihenry. Das ist die Kurzschlussinduktivität der Primärseite.
Dasselbe Spielchen nun mit der Sekundärseite. Einfach das Umhängen hier. Sekundärseite einmal. Entschuldigung, das ist nicht richtig. Das ist die Erdung hier. Sekundärseite anschließen und die Primärseite kurz schließen. Dann haben wir wieder die Kurzschlussinduktivität dieses Transformers. So, voilà. Und jetzt gehen wir, schauen wir mal, was wir da erreicht haben. 0,45, also 0,45 Millihenry. Auch diesen Wert, den schreiben wir uns mal auf, 0,45 Millihenry. So, nun habe ich hier den Rechner reingeschaltet und dann geben wir mal die beiden Werte ein. Hier primär waren 36 Millihenry dividiert durch 0,45. Machen wir mal das Zwischenresultat und jetzt ziehen wir noch die Wurzel. Und dann haben wir hier einen Faktor von 8,9, also gerundet 9. Also das Übertragungsverhältnis ist 9. Wenn wir jetzt noch zum Beispiel die 240 Volt nehmen, dividieren durch 9, dann gibt das 26,66 Volt. Dies im Leerlauf. Natürlich habe ich das überprüft und das werden wir jetzt zusammen anschauen, ob das errechnete Resultat der Realität entspricht. Wir werden jetzt das in der Realität überprüfen und hier alle meine Hinweise zur Vorsicht. Bitte, bitte Vorsicht, wenn Sie da am offenen Herzen mit 220 oder 240 Volt hantieren, da ist wirklich äußerste Vorsicht geboten. Ich nehme hier wirklich gut isolierte Clips, damit ja nichts schief geht, auch kein Kurzschluss entsteht. Und ich schließe jetzt mal auf dieser Seite, hier den Ausgang an. Einmal an meinen Voltmeter und hier werde ich mit zwei gut isolierten Clips die Primärseite anhängen. Bis jetzt ist noch gar nichts passiert und jetzt werde ich 220 Volt drauf geben. Also einfach unsere Netzspannung. Voilà. Und jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Okay. Das ist jetzt eingeschaltet und jetzt gehen wir zum Multimeter und schauen uns an, was da rauskommt. Aber ein bisschen schräg. Ich werde das da noch korrigieren und da ein bisschen gerade darauf schauen, damit man sieht, was da rauskommt. Ja, genau. Moment. Ja, genau. So, hier kommen 29 Volt raus. Also 29, gerechnet haben wir etwa 27, glaube ich. Und das ist doch recht gut. Das heißt also, diese Art, das Übertragungsverhältnis zu messen, führt doch zu einem recht guten Erfolg. Und man kann das eben spannungsfrei, ohne Hochspannung, kann man das überprüfen. Wenn man irgendeinen Transformer in der Bastelkiste findet, von dem man nicht weiß, wie das Übersetzungsverhältnis ist. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.